Ja, sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Abgeordnete, vor 2 Jahren wurde dieses Gesetz verabschiedet. Heute nun soll eine Änderung beschlossen werden, weil die derzeit bestehenden Regelungen ungeeignet wären, um die gesetzlich normierte Frist zur Beschlussfassung über die geprüften Jahresabschlüsse durchzusetzen. Ungeeignet, frage ich? Die Änderungen wären erforderlich, um künftig die Gemeinden und Gemeindeverbände zur Einhaltung der gesetzlichen Regelung zu motivieren. Zu motivieren? Wo stehen wir nach 2 Jahren? Für das Jahr 2015 sind noch nicht einmal 50%, Herr Noack, würden Sie mir zuhören? 50% der Jahresabschlüsse beschlossen. Wir haben aber bereits das Jahr 2020. Jeder Steuerzahler, jeder Unternehmer hat bis zum 31.07. des Folgejahres Zeit, seine Steuererklärung einzureichen. Und die Kommunen? Es wird einfach das Gesetz geändert und der Inhalt minimiert. Wie können Gemeindevertreter einen Jahresabschluss zum Beispiel beschließen, wenn sie keine Erläuterung zu den einzelnen Positionen der Ergebnisrechnung und den Posten der Bilanz und zu den Abweichungen zum Vorjahr erhalten, wenn sie keine Erläuterung zu außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen erhalten, wenn sie über Sachverhalte, aus denen sich künftig finanzielle Verpflichtungen ergeben können, nicht informiert werden? Wesentliche Informationen, die zur Kontrolle der Verwaltung unabdingbar sind, werden den Gemeindevertretern und Stadtverordneten vorenthalten. Wie soll gemäß § 28 Absatz 2 Nummer 15 der Brandenburgischen Kommunalverfassung eine Entlastung des Hauptverwaltungsbeamten ohne Kenntnis dieser Grundlagen erfolgen? Inzwischen müssen viele Gemeindevertreter und Stadtverordneten Haushaltsentscheidungen treffen, ohne dass ihnen während ihrer gesamten Wahlperiode geprüfte Ist-Daten eines Rechnungsprüfungsamtes vorliegen, manche schon 2 Wahlperioden. Fehlende Jahresabschlüsse sind keine Formalien, sondern stellen einen Verstoß gegen gesetzlich normierte Haushaltsgrundsätze dar. Sie begründen Zweifel an der geordneten Haushaltswirtschaft. Die Verwendung von Steuermitteln wird nicht nachgewiesen und die Beurteilung der dauerhaften Leistungsfähigkeit einer Kommune ist unmöglich. Und so soll es in Brandenburg weitergehen? Ernsthaft? Nach § 54 Absatz 1 Nummer 2 der Kommunalverfassung hat der Hauptverwaltungsbeamte die Beschlüsse der Gemeindevertretung vorzubereiten. Es ist seine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass die Jahresabschlüsse rechtzeitig erstellt werden. Und dafür muss er auch in Verantwortung genommen werden. Und auch die Kommunalaufsicht hat im öffentlichen Interesse sicherzustellen, dass die Verwaltung der Gemeinden im Einklang mit den Gesetzen erfolgt. Eine geeignete Motivation zur fristgerechten Aufstellung der Jahresabschlüsse könnte zum Beispiel so aussehen: Keine staatlichen Fördermittel bei mehr als 3 nicht aufgestellten Jahresabschlüssen. Vorläufige Haushaltsführung, wenn der letzte Jahresabschluss seit mehr als 2 Jahren überfällig ist. Und Ersatzvornahme durch die Kommunalaufsicht, durch die Erstellung der Jahresabschlüsse durch Externe. Diese Maßnahmen würden die Aufstellung von Jahresabschlüssen beschleunigen. Dieser Gesetzentwurf tut es jedenfalls nicht. Und deshalb werden wir diesem Antrag nicht zustimmen. Vielen Dank.